So, und damit begrüße ich euch alle ganz herzlich zu einem neuen Linux-Distributionsvideo von Linux, Windows und Mac-Hilfe heute. Wieder, wie immer, strahlend, tollen, lustig, so wie ich halt bin, ne? Und das letzte Video, da habt ihr mir ein bisschen Feedback gegeben. Ich habe versucht, das jetzt mal so ein bisschen mit einfließen zu lassen, dass ich einfach auch ein bisschen deutlicher rede, weil von der Lautstärke her war das ja, glaube ich, kein Problem. Ich gebe mir auf jeden Fall, wie gesagt, Mühe. So. Aber bevor wir uns die neue Linux-Distribution angucken, würde ich sagen, fangen wir mit dem Intro erstmal an. Viel Spaß damit! So, und damit begrüße ich euch jetzt ganz offiziell hier zu einem neuen Video. Nach dem Intro, das erste Mal für mich oder seit sehr, sehr langer Zeit wieder mit dem Intro. Ich hoffe, es hat euch gefallen und mich würde erstmal interessieren, kennt ihr die Linux-Distribution, die ich euch hier zeige? Und zwar heißt die Linux-Distribution nämlich, genau richtig, GUINI und die basiert auf, man mag es kaum glauben, richtig, Kubuntu 20.04 und hat natürlich auch den bekannten KDE Plasma Desktop drauf, was aber auch sehr, sehr viele Vorteile mit sich bringt. Und die KDE kennen, wissen, was ich jetzt meine. Dazu komme ich jetzt gleich. Und mich würde mal interessieren, grundsätzlich habt ihr Vorschläge für Linux-Videos, dann lasst es mich doch mal in den Kommentaren wissen. Ich möchte auch nicht allzu viel Zeit damit verbringen oder verlieren, hier mein Herz auszuschütten. Deswegen einfach nur kurz und bündig, wenn ihr Feedback habt, in die Kommentare. Ich bin, wie gesagt, sehr gespannt. Und ein Feedback möchte ich noch aufgreifen aus dem zweitletzten Video. Ich versuche natürlich, so gut es geht, deutlicher auch zu sprechen. So, das ist hier der KDE Plasma Active Desktop bzw. KDE Plasma in der neuen Version. Und so sieht das Ganze aus. Schön unterteilt, wie ich finde. Finde ich ziemlich cool. Und jetzt möchte ich euch einmal zeigen, wie kann ich eigentlich mein Hintergrundbild ändern. Und zwar, weil euch das zum Beispiel so als erstes ins Auge sticht und ihr denkt, na, das gefällt mir jetzt nicht so. Ihr macht einen Rechtsklick auf eurer Maus und dann haben wir hier verschiedene Symbole bzw. verschiedene Karteireiter. Wir klicken auf Arbeitsfläche einrichten und haben nun hier die verschiedenen Hintergrundbilder. Wir können natürlich hier auch neue Module zum Beispiel hier herunterladen. Wir können aber auch Bilder hinzufügen hier, wenn wir zum Beispiel in der Bildergalerie was drin haben oder auch in einem anderen Verzeichnis, das ist alles kein Thema. Oder, und das finde ich ziemlich cool, wir können auch neue Hintergrundbilder herunterladen. Das sieht dann nämlich so aus. Da können wir nämlich richtig schön danach suchen. Wir können auch nach Kategorien, zum Beispiel Natur. Und das sind so die Stärken, die ich an KDE oder am KDE-Projekt grundsätzlich ziemlich cool finde. Das bietet so kaum ein anderes. Also GNOME bietet das jetzt so in dem Umfang meines Wissens nach jetzt nicht, dass ich einfach hingehen kann und sagen kann, so zack, aber ich merke schon wieder, ich schweife wieder ab. So, wir können hier nach Themengebieten navigieren. Ich kann auch hier Animals, also Tiere machen oder zum Beispiel eben alle Kategorien. Dann nur die installierten soll er mir anzeigen oder eben alle oder nur die aktualisierbaren. Ne? Und hier habe ich noch alphabetisch sortiert. Ich kann aber auch zum Beispiel hier oben noch auswählen, wie soll das Ganze aussehen. Und ich in meinem Fall möchte jetzt zum Beispiel, ach genau, da hatten wir doch was, nämlich genau hier. Dieses Windows Wallpaper sieht doch ganz schön aus irgendwie. Und wir haben auch gleichzeitig noch die Homepage vom Autor und eben halt auch hier ein Donation, wenn man denjenigen unterstützen möchte für seine Arbeit. So, dann klicke ich einmal hier drauf, kann wie gesagt es entfernen oder hier auf den Ordner klicken und komme sofort ins Image-Verzeichnis rein, wo das liegt. Ich sage anwenden, okay, und ihr seht nun, jetzt habe ich hier das Windows 10, naja, ein ähnliches Windows 10 Hintergrundbild, ist ja nicht ganz das 100% gleiche. Ich ändere das jetzt aber wieder mal und zeige euch auch gleich, wie man das Ganze löschen kann. Wir haben ja hier, seht ihr hier diesen Hintergrundbild entfernen, draufklicken, klicken auf OK. Ja, dazu müssen wir natürlich noch, oder muss ich euch auch noch sagen, dass ich
wieder auf das Herbstbild wechsle, Hintergrundbilder herunterladen, dann soll er mir nur die installierten anzeigen. Ich mache die installieren und auch das hier deinstallieren und ihr seht, das Ganze ist auch dann entsprechend weg. So, jetzt möchte ich aber noch ein anderes Hintergrundbild kurz einrichten, damit es einfach auch ein bisschen farblich, finde ich, ein bisschen schöner ist wieder. Nehmen wir doch einfach mal das hier genau anwenden. Zack, das passt doch wunderbar. So, das meine ich nämlich auch beim KDE-Projekt standardmäßig so ausgeliefert. Aber nagel mich darauf bitte nicht fest. So, jetzt beschäftigen wir uns mal mit einem etwas anderen Thema. Und zwar möchte ich euch gerne zeigen, wie kann man. Oder was für Programme werden mitgeliefert? Weil das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage. Ihr Windows-Benutzer kennt das wahrscheinlich nicht so wirklich. Es werden zwar ein paar Programme mitgeliefert, aber jetzt längst nicht alles. Oder auch Mac-Benutzer, die müssen immer wieder in den App Store gehen und so weiter. Also es werden nicht so viele Programme mitgeliefert. Und das ist halt auch wieder ein Vorteil, wie ich jetzt finde, von diesen Linux-Distributionen, dass sehr, sehr viele Programme, Pakete mitgeliefert werden. Und dazu möchte ich heute mal so ein bisschen drauf eingehen. Und zwar können wir hier nach Themengebieten navigieren. Das finde ich, wie gesagt, ziemlich cool. Wir klicken auf Büroprogramme und wir haben hier schon die ganze LibreOffice Suite. LibreOffice, kurz umrissen, ist das, ich nenne es jetzt mal fies, böse, bessere Open Office. Und ja. Ist auf jeden Fall eine ziemlich, ziemlich coole Sache. LibreOffice Writer dürften, wie gesagt, viele von euch kennen, ist ein Textverarbeitungsprogramm und ihr seht auch schon standardmäßig wird hier die Ribbon Bar oben angezeigt. Ich nenne sie jetzt mal Ribbon Bar. Kennt man ja auch unter den ganzen Office-Produkten. Das Ganze ist ja eingeführt worden damals mit Microsoft Office 2007, meinte ich sogar. So, auf jeden Fall ein Textverarbeitungsprogramm. Dann haben wir natürlich auch eine ziemlich coole Möglichkeit zu sagen, den Ocula. Und zwar, wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen, Ocula ist ein Betrachter für Dokumente, Vorschau, Lesezeichen und so weiter, zum Beispiel auch für PDFs. Und das finde ich ziemlich cool. Und dass da von Haus aus wirklich einer mitgeliefert wird und hat eben auch eine Office Suite standardmäßig. Ich meine, das wird bei anderen Betriebssystemen nicht mitgeliefert, standardmäßig eine kostenlose Office Suite, die, wie ich finde, ganz ehrlich, sehr stark ist. Und wir haben natürlich auch noch hier ein E-Book Library Management. Wenn wir E-Books drin haben, seht ihr hier, fertigstellen. Auf jeden Fall, wie ich finde, auch ziemlich nützlich und ziemlich cool. Ja, seht ihr hier, also wirklich genial. Dann haben wir noch natürlich die Dienstprogramme. Da finden wir zu so Sachen wie zum Beispiel den erweiterten Texteditor Kate. Da können wir zum Beispiel auch mit HTML ein bisschen umgehen oder mit CSS. Also auch eine ziemlich coole Geschichte. Und wir haben natürlich auch hier übrigens Kate in der Version 1912.3. Und wir haben natürlich auch in der Dienstprogramme noch so andere Sachen, wie jetzt zum Beispiel den Midnight Commander. Da werden jetzt wahrscheinlich sehr, sehr viele hier ganz nostalgisch werden. Ein textbasierter Total Commander. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Total Commander. Ziemlich cool. Also wirklich klasse. Und wirklich für alle Leute, die sich mal textmäßig ein bisschen hier herum navigieren wollen. Und auch der ist in der Version 1912.3, eben die Konsole und eben das Programm selber. So, dann haben wir noch natürlich die Geschichten oder Dienstprogramme und das finde ich ziemlich, ziemlich cool natürlich. So Sachen wie den ARC, den Archivmanager, wo wir zum Beispiel 7-Zip, ZIP-Dateien, RAR-Dateien entpacken oder eben auch zippen können. Das finde ich ziemlich cool. Und das sind aber so Sachen. Gewisse Sachen, wo ich sagen muss, doch, das ist ziemlich cool. Dienstprogramme für Bildschirmfotos habe ich auch hier, wo ich zum Beispiel hier ein Bildschirmfoto machen kann. Ich sage jetzt einfach mal als Beispiel rechteckigen Bereich. Neues Foto aufnehmen. Und jetzt sage ich einfach mal den Bereich hier. Ne? Und jetzt haben wir hier unten noch eine Liste. Ich mache einen Doppelklick drauf.
Und ihr seht, das Ganze hat er jetzt gemacht. Ich kann auch sagen, er soll es in die Zwischenablage kopieren oder er soll es exportieren. Und zum Beispiel jetzt als Beispiel mit GIMP direkt öffnen. Und das ist auch etwas, wo ich doch ziemlich cool finde. Also ohne Umwege, groß, zack, bumm. Das finde ich wirklich cool. So, was haben wir noch? Wir gehen mal auf den Punkt Entwicklung und da haben wir nämlich den Punkt Übersetzung. Und zwar den Poedit. Wie gesagt, ich kenne mich jetzt nämlich mit allen Programmen richtig aus. Ich zeige euch einfach die jetzt gerade mal so ein bisschen Übersetzung bearbeiten. Wir können hier auch eine neue Übersetzung anlegen. Und dann haben wir natürlich noch den Punkt Grafik und da haben wir einiges drin. Natürlich GIMP darf nicht fehlen. Dann haben wir hier noch den Punkt Color Paint, Mal- und Zeichenprogramm. Ist vom Optischen her ein bisschen angelehnt, wie ich finde, an das alte Microsoft Windows Paint von Windows 2000, 95, 98 und so weiter. Ist ein bisschen angelehnt darin, wie ich finde, aber ist nicht weiter schlimm. Wer wirklich nur ein paar Sachen kurz malen, zeichnen möchte, sich was notieren möchte, für den ist das ja auch vollkommen ausreichend. So. Dann haben wir natürlich noch, noch diverse andere Sachen. Wie gesagt, am besten, ihr guckt euch da mal auch selber so ein bisschen durch. Dann beim Punkt Internet haben wir natürlich so Sachen wie FileZilla standardmäßig mitgeliefert, was ich ziemlich cool finde. Also FTP-Geschichten und so finde ich ziemlich klasse. Wenn ihr jetzt einen FTP-Server habt, könnt ihr euch mit dem verbinden. Es gibt natürlich auch noch andere Alternativen, gar keine Frage. Aber FileZilla ist halt nun mal das am, ich würde mal sagen, das am populärsten zu benutzende, verwendete Programm im Open-Source-Bereich. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur mein Empfinden. Ihr könnt mir natürlich gerne auch eure Meinung in die Kommentare dazu schreiben. So, dann haben wir natürlich noch natürlich ganz klar den Firefox. Der darf ja eigentlich in fast keinem Ding fehlen. Wenn wir uns das Ganze jetzt hier mal angucken, der Firefox hier ist noch nicht in der aktuellsten Version, aber die müsste auch bald nachgereicht werden. Und dann habe ich natürlich noch so Unterkategorien wie Lernprogramme, Wissenschaft oder Mathematik. Mathematik, LibreOffice, Mathe und Wissenschaft natürlich auch Mathe, finde ich cool. Und Multimedia haben wir natürlich hier den VLC Media Player, dann Elisa für die Audio-Wiedergabe. Ja, so sieht das aus. Und dann haben wir natürlich noch Audacity, um Audios zu bearbeiten, was ich ziemlich cool finde. Wirklich klasse, also das ist etwas. Ja, wieso nicht? Haben aber auch sehr, sehr viele andere Linux-Distributionen, fällt mir jetzt gerade so ein, im Einsatz. Und wenn ich das jetzt hier so aufnehme, dann seht ihr hier, dann nimmt er das Ganze zwar irgendwie auf, aber irgendwie auch nicht. Also eben, ich höre da aktuell da gar nichts. Aber ihr seht, funktionieren würde es theoretisch. Dann Spiele haben wir auch einige, Kartenspiele, Logikspiele, Strategie. Also da haben wir hier Carminers. Keine Ahnung, wie das gehen soll, aber wie gesagt, ihr könnt mir da auf jeden Fall mal auch ein bisschen schreiben. Ich bin da, wie gesagt, kein Profi drin. So, dann haben wir natürlich dann noch verschiedene andere Sachen, eben Wissenschaft und Mathematik. Da haben wir nämlich hier ein QT-Game. Okay, spannend. Dann haben wir den Punkt System, wo wir zum Beispiel auch GParty drin haben. Jetzt muss ich mich legitimieren, weil ich kann ja auch was dran verändern. Seht ihr hier, so sieht das Ganze aus, GParted und eben meine Partition und eben hier mein EXT4-Dateisystem wird nämlich standardmäßig übrigens als EXT4 auch entsprechend so installiert. Es sei denn, ihr wollt ein anderes Dateisystem, dann müsst ihr das Ganze mal abändern bei der Installation. So, dann fragt euch sicher, wo kriege ich denn jetzt zum Beispiel Software her? Wir haben hier die Synaptic-Paketverwaltung natürlich. Und wir können aber auch natürlich selber uns das Ganze mal hier ein Bild davon machen. Wir haben hier Synaptic-Paketverwaltung. Wir haben aber auch hier die Wacom-Tablet-Erkennung. Was ich auch spannend finde. Und eben über die Synaptic-Paketverwaltung. Wir haben aber auch hier die KDE-Partitionsverwaltung.
ist ein bisschen leicht angelehnt an Cheap-Hearted-Filme drauf. Auf jeden Fall möchte ich euch heute gerne eben Synaptic, zack, jetzt installieren wir einfach mal ein Programm. Und zwar, jawohl, danke für die Info. Und zwar würde ich einfach mal sagen, wir suchen uns ein Programm aus und zwar Opera. Mal gucken, ob er Opera auch findet. Oder ob er es auch nicht findet, weil das kann natürlich auch sein, dass er es nicht in den Paketquellen hat. Und na. Nee, hat er glaube ich nicht drin. Dann gucken wir mal nach OBS. OBS Studio haben wir hier. Perfekt, sagen wir, er soll sich das Installieren vormerken. Perfekt. Wir sagen hier Apply. Apply. Jetzt lädt er sich das Ganze herunter. Jetzt installiert er das Ganze auch schon, seht ihr? Das Ganze geht richtig schnell und erinnert auch so ein bisschen von der Aufmachung, finde ich, sehr stark an die alten Ubuntu-Zeiten. Ubuntu 9.04, 9.10 und so weiter. Dann schauen wir doch mal, ob er OBS installiert hat. Jawohl, ich klicke drauf. Nein. Wir machen aber auch hier wieder die Prüfung aufs Exempel. Und zwar möchte ich natürlich hier ein Bild. Okay, es war jetzt ein bisschen blöder Vergleich. Nein, ich möchte natürlich ganz klar eine Fensteraufnahme. Zack. Jawohl, und es funktioniert. Hervorragend. So. Wenn ich das Ganze wieder deinstallieren möchte, kein Problem. Jetzt lade ich erstmal die ganzen Package-Informationen. Da muss ich einfach nur natürlich wissen, okay, wie hieß es und dann einfach danach suchen, dann Rechtsklick, da haben wir nämlich hier den Punkt Complete Remove, jawohl, Apply, zack und schon ist das Ganze oder wird das Ganze, wie ihr sehen könnt, hier deinstalliert. Wenn ihr auf Details klickt, seht ihr übrigens auch noch, was er alles macht. So, dann schauen wir uns mal an, wie geht es mit Updaten. Wir haben hier natürlich Make All Upgrade, also quasi, er soll sich bitte mal alles vormerken, was man updaten kann. Ich sage hier ganz klar Apply. Dann haben wir hier, wie viele Pakete kann er installieren, wie viele Pakete werden geupdatet oder wie viele neue Pakete werden installiert. Ich würde sagen, Show Details können wir übrigens auch noch machen. Ich sage Apply. Und jetzt seht ihr hier, lädt er sich die ganzen Programmpakete herunter. Das ist aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, auch so ein bisschen abhängig davon, wie ist eure Internetgeschwindigkeit. Ich habe hier eine 60.000er Leitung aktuell. Bei meinen Eltern zu Hause hätte ich eine 600.000er Leitung. Das ist, wie gesagt, immer so ein bisschen unterschiedlich natürlich. Und ganz wichtig, nur weil ihr so eine gute Internetverbindung habt, heißt es noch lange nicht, dass er auch entsprechend das Ganze ohne große Verzögerung runterladen kann. Es ist nämlich auch abhängig, wie schnell reagiert der Server drauf. Da könnt ihr nämlich noch auch Gigabit haben. So, und es wäre nicht schneller. So, dann möchte ich euch natürlich noch gern oder vor allem auch die Einstellung mal so ein bisschen zeigen. Und zwar die Systemeinstellung vom Plasma Active sieht nämlich so aus. Bisschen anders. Wir haben hier natürlich auch direkt eine kurze Vorauswahl. Zum einen können wir die Anzeige einrichten. Wir haben hier ein Herz. Wir können auch hier die Skalierung hochsetzen in 25% Schritten. Finde ich cool. Ist vor allem sehr, sehr wichtig, wenn ihr einen 4K-Monitor habt. 4K finde ich toll. Aber manchmal ist die Schrift dermaßen klein. Deswegen tue ich übrigens, auch wenn ich einen 4K-Monitor hätte, das Ganze auf 150 oder sogar 200 Hertz bzw. Prozent laufen lassen, damit ihr noch irgendwas erkennen könnt. So. Dann haben wir natürlich noch die Gamma-Werte, die Kompensator oder eben die Nachtfarben. Ich kann das Ganze auch aktivieren. Ich muss allerdings sagen, aktuell anwenden. Ich merke oder sehe aktuell nichts groß wirklich davon, leider. Aber das ist wahrscheinlich einfach auch, weil das Ganze in der virtuellen Maschine läuft. Ich denke mal, wenn das Ganze real auf der realen Hardware läuft, dann müsste er eigentlich ein bisschen mehr anzeigen. So.
Dann haben wir natürlich hier auch hier verschiedene Kategorien, persönliche Informationen, Arbeitsbereich, Netzwerk, Hardware und Systemverwaltung. Da haben wir die Systeminformation. Zum einen KDE Plasma Version, die 5.18.5, dann die Kubuntu Version 20.04, eben die aktuellste. Und die Qt Version 5.12.8. Wow, wir sind ziemlich aktuell. Die letzte Qt Version, an die ich mich persönlich erinnern kann, ist irgendwie 5.8 oder so. Und dann eben halt hier den Prozessor zweimal, ein Core i7 8700K. Natürlich, weil ich eine virtuelle Maschine habe. Normal würden da sonst 6 oder 12 Kerne stehen. So, dann gehen wir mal auch zu einem weiteren Punkt, und zwar dem Punkt, und der ist, wie ich finde, ganz, ganz wichtig, Benutzerkonto. Und zwar aus dem einfachen Grund, wenn ich Benutzers hinzufügen möchte. Und zwar haben wir dann den Punkt Benutzerverwaltung und persönliche Informationen. Ich möchte einen neuen Benutzer hinzufügen. In meinem Fall möchte ich jetzt, dass er Linux heißt. Vollständiger Name nennen wir ihn auch mal Linux. E-Mail-Adresse ist nicht wichtig. Kennwort geben wir auch ein. Gut, dann würde ich sagen, geben wir das gleiche Kennwort ein. Jawohl, perfekt. Automatisch anmelden können wir aktivieren. Wir können aber auch sagen, er darf Systemverwalter spielen. Ich sage, er darf das nicht. Ich sage, zack, anwenden. Jetzt muss ich natürlich mein Admin-Kennwort eingeben, weil sonst, ne, könnte ja jeder theoretisch da ankommen. Das soll ja auch nicht Sinn und Zweck der Geschichte sein. Ne? Dann schauen wir mal. Okay, er hat es nicht angenommen. Wir klicken hier unten aufs Plus-Symbol nochmal. Geben dem auch ein Avatar. Oder, nee, ich würde mal sagen, ich lasse den Avatar so, beziehungsweise so. Und melde mich mal ganz kurz hier vom System ab. Beziehungsweise tue Benutzer wechseln. Wahrscheinlich wird er mir erst angezeigt dann. Und seht ihr, und habt ihr was gesehen? Weitere, ne? Benutzer. Denn würde ich jetzt einfach mal sagen, Benutzer, das war ja der Linux, meinte ich, gell? Linux und dann das Kennwort. Und hat es geklappt? Nein, es hat natürlich nicht geklappt. Warum? Richtig. Benutzer anzeigen, weil er das nicht geschluckt hat. Das machen wir jetzt gerade nochmal. Aus mir unerklärlichen Gründen will das Ganze nämlich nicht funktionieren, oder wollte es gerade nicht funktionieren. Aber das sind eben auch so Sachen, auch in diesen Videos, die auch mal passieren dürfen. Es dürfen auch mal Fehler passieren. Wir sind ja auch nicht alle fehlerfrei. Und ich denke mal, auch das macht so ein bisschen auch den Unterschied aus zwischen meinen Videos und gewissen anderen YouTubern, die vielleicht genau dieselbe Linux-Distribution danach vorstellen werden. So, da habe ich jetzt die virtuelle Maschine neu starten müssen tatsächlich, weil er irgendwie was da hatte. Wir versuchen es einfach gerade nochmal ganz kurz zusammen. Systemeinstellungen. Dann haben wir hier den Punkt Benutzer, Konto, Details. Und zwar lege ich jetzt nochmal einen neuen Benutzer an, namens Linux. Passwort angeben. Bin mir natürlich nicht sicher, ob es einfach auch daran liegt, dass er so Probleme macht. Zack. Ah, genau, ich muss natürlich jetzt auch das richtige Kennwort angeben. So, zack. Und ihr seht, das T ist drin. Wir versuchen es jetzt einfach nochmal. Benutzer wechseln, weil jetzt müsste er eigentlich auch hier gleich noch was genau. Seht ihr hier perfekt? Das hat er nämlich jetzt gerade auch hier wunderbar. Okay, das war jetzt gerade wieder Fail. Ja, also ihr seht, ich gebe hier das Kennwort ein. Zack. Und ihr seht, jetzt kommt hier der Ladescreen. Und ihr seht, ich bin drin. Jetzt möchte ich aber mich gerne wieder abmelden. Wichtig,
abmelden, nicht einfach nur Benutzer wechseln, weil das Problem ist, wenn ihr euch nicht abmeldet, kann es sein, dass es Komplikationen gibt bei der jetzigen Sache. Ich will das Benutzerkonto löschen. Wieso? Weil ich mich mit ihm vielleicht verkracht habe oder weil ich keinen Bock mehr auf ihn habe oder nee, irgendwegen irgendwas, ne? Dann habe ich hier die Möglichkeit, mit diesem Minus-Symbol drauf zu drücken. Ich kann die Daten behalten noch oder komplett löschen. Sag zack, löschen. Und das Ganze ist gelöscht, das Konto. Ich habe hier auch noch die KDE-Passwortspeicher. Und zwar die KDE-Wallet, wo ich es noch machen kann. Und die Zugriffsüberwachung, wo ich auch noch einstellen kann, ein paar Sachen. So, dann habe ich natürlich noch den Punkt Online-Zugänge, wenn ich das Ganze möchte. Wieder Kellmann eingeben natürlich. Ich kann ja auch einen neuen Account machen, eben Google, Nextcloud, OwnCloud und so weiter, wenn ich das Ganze eben möchte. Nein, danke, aktuell nicht. Wir haben einen Punkt Audio, wo ich hier meine Sounds einstellen kann, genauso wie die Anwendungen oder eben die erweiterten Einstellungen dazu auch noch. Ich habe die Energieverwaltung, wo ich sagen kann, will ich mein Display ausschalten oder nicht nach so und so viel Minuten. Wenn ihr das unendlich lange anlassen wollt, einfach die Haken raus, wie ich es gerade gemacht habe. Bei den Wechselmedien können wir auch sagen, was soll er zum Beispiel hier machen bei, mit zum Beispiel hier, wenn er ein optisches Speichermedium hat, was soll er damit machen? Und hier habe ich auch noch den Befehl und so weiter und so fort. Also ihr seht, euch alles in so einem Grundlagenvideo zu erklären, ist gar nicht so einfach, weil es einfach so viel ist. Wir haben hier auch die Schriftarten, die wir einstellen können, die Symbole und so weiter, also wahnsinnig viel. Das ist Wahnsinn. Wir können ja auch neue Symbole herunterladen. Ihr seht, also auch da haben wir eine schier unendliche Anzahl an Symbolen. So, dann können wir uns das hier auch noch angucken, wie es sich mit den Sprachen verhält. Weil genau das können wir gerade übrigens auch noch gerade machen, weil ihr seht, gewisse bei eben, das ist auch so ein Punkt, bei gewissen Sachen schlägt der manchmal so ein bisschen fail. So, schließen wir das Ganze mal. Da kann er das nämlich im Hintergrund wunderbar machen. Und zwar geht es auch um die Sprache. Und zwar gebe ich hier einfach eine Sprache. Und da können wir nämlich auch verschiedene Sachen einstellen. Ne? Plasma-Übersetzung einrichten ist eben aktuell auf Amerikanisch-Englisch. Wir sagen andere Sprache hinzufügen, Deutsch hinzufügen. Das übrigens kommt nach oben. Amerikanisch entfernen wir. Wir sagen anwenden. Und bei der nächsten Anmeldung wird das Ganze aktiviert. Auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache. Gut, aktuell seht ihr hier herunterladen, schlug fehl. Auch das kann, wie gesagt, mal passieren. Jetzt müssen eigentlich gewisse Sachen auch auf Deutsch komplett sein. Und dann haben wir noch hier den Punkt, den Dolphin. Das ist der Dateimanager. Den kennen wahrscheinlich viele Windows-User unter dem Punkt oder unter dem Namen Explorer. Der lässt sich übrigens auch ganz toll aufrufen mit der Taste Windows E. Wenn ihr übrigens die Windows-Taste drückt, öffnet sich das hier. Was ich auch noch habe, ist der Carsite oder Carsys Guide. Das ist der Task Manager unter KDE. Wir haben hier die Systemauslastung. Wir können übrigens auch hier diese Punkte oder wir konnten sie bis jetzt zumindest farblich noch ein bisschen konfigurieren. Wir haben hier auch die Werkzeugleiste, die wir uns anzeigen lassen können. Wir haben hier noch die Eigenschaften, die das Intervall, wann er aktualisieren soll immer. Jede Sekunde zum Beispiel. Wir haben hier CPU, wir haben hier Netzlauf, das Netzwerk oder eben hier die Speicherauslastung und eben hier die ganzen Prozesse. So, das war's von dem Video. Wenn ihr mehr zum Betriebssystem Guini wissen wollt oder euch andere Linux-Distributionen so interessieren, schreibt mir doch mal in die Kommentare euren Wunsch. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Bis dann und tschüss.